Hi, ich bin Ida. Schön, dass ihr wieder da seid. Oh mein Gott, Ken ist so süß. Er hat mich zum Eisessen eingeladen. Ich hätte gerne, keine Ahnung. Es gibt so viele leckere Sorten. Wollt ihr wissen, wie man auf Deutsch über Wünsche und Träume spricht? Kein Problem, lasst euch überraschen. Wir haben ja wirklich leckere Sorten. Was hättest du denn gern? Ich hätte gern Wassermeloneis, glaube ich. Wassermeloneis haben sie, glaube ich, nicht, aber du kannst dir sehr gern was anderes wünschen. Wie wäre es denn mit Rose Hibiskus? Das würde ich gerne mal probieren. Und was magst du? Ich hätte gerne Pflaume. Und? Das ist total lecker. Lass mal das probieren. Das ist total fruchtig. Das nächste Mal würde ich auch deins bestellen. Mit Hätte und Würde kannst du dir etwas wünschen. Ich erkläre dir das mal kurz. Mit wem redest du eigentlich? Egal. Der Konjunktiv 2. Der Name hört sich zwar schwierig an, aber hey, da ist eigentlich gar nichts dabei. Ich zeig's euch. Der Konjunktiv 2 ist auf jeden Fall leichter, als sich zwischen 2 oder 3 Kugeln Eis zu entscheiden. Ich würde gerne Wassermeloneneis probieren. Das ist so lecker. Leider gibt's das nicht. Deshalb nehme ich Rose Hibiskus. Beim nächsten Mal würde ich gleich 2 Kugeln davon essen. Ihr sprecht über eine Möglichkeit in der Zukunft, dann braucht ihr den Konjunktiv 2. Und für den Konjunktiv 2 braucht ihr nur würde plus ein Verb, zum Beispiel essen. Ihr müsst also nur würde richtig konjugieren. Ich würde, du würdest, er, sie, es würde, wir würden, ihr würdet, sie würden. Ich würde probieren. Das zweite Verb bleibt immer im Infinitiv. Einfach, oder? Würdest du gern noch mehr lernen? Bestimmt. Deshalb erkläre ich euch noch kurz 2 kleine Ausnahmen. Achtung! Bei Haben und Sein verwendet ihr nicht Würde plus Haben oder Sein, sondern einfach nur Ich hätte, Du hättest, Ich wäre, Du wärst und so weiter. Wenn ihr etwas bestellt, braucht ihr ganz oft Hätte. Ich hätte gern ein Zitroneneis, bitte. Und wenn ihr träumt, braucht ihr ganz oft wäre. Ich wäre so gern ein Einhorn. Ich muss jetzt leider noch in die Uni lernen. Aber was machst du denn jetzt noch? Ich würde gerne noch irgendwas Außergewöhnliches sehen heute in der Stadt. Hast du einen Tipp für mich? Da würde ich dir die Eisbachwelle empfehlen. Die ist wirklich verrückt. Da kannst du mitten in der Stadt surfen. Cool. Lass uns doch heute Abend noch was machen. Ich schreibe dir. Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und so geht's weiter. Der Hotspot in München, die Eisbachwelle. Habt ihr Lust, richtig coole Surfer auf ihren Boards zu sehen? Dann kommt mit. Gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Habt ihr Fragen zum Deutschlernen? Dann schreibt sie mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal, eure Ida.